Dann hier Force-Portal. Ich sammle mal den ganzen Krempel auf. Und das hier, das, das. Holz nehmen wir mit. Edelholz, das. Und blaue Jute. Damit. Müll, Müll, Müll. Ja, jetzt sortieren wir natürlich alles, ne? Was war das denn? Ach so, eine Trophy. Naja, gut, die können wir auch mitnehmen. Warum auch nicht? Dann Gallenbeutel, ja. Zack, 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 zack. Gold schmeiß ich mal weg. Brauchen wir nicht. Haben wir mehr als genug von. So, das ist eigentlich eher nervt. Um ehrlich zu sein. So, Kupfer, blaue Jute. So mache ich mal lieber, ne? Da liegt noch Kupfer. Und noch mehr blaue Jute. So. Dann Müll, Müll. Machen wir mal hier lang. Das weg, Kupfer. Da liegt nochmal Kupfer, blaue Jute. Weg, weg, weg. Und das war's, ne? Ich glaube ja. Ja, da ist noch hier dieses komische Fleisch, das kann da auch bleiben. Und dann können wir mal das alles wegwerfen. Oh, Verzeihung, da muss ich kurz niesen. Ah. Tut mir leid. So, das hier weg. Ja, da fällt natürlich noch jede Menge Stuff runter. Und dann alles aufgesammelt. So. Und so. Wir hätten sogar noch Platz im Inventar. Weißt du was? Ja, mit dem Holz. Ja, mit den Münzen. Dann nehme ich sie doch mit. So. Nee, nicht Kupferschrott. Die Münzen bitte. So. Und wir hätten sogar noch zwei Plätze frei. Hm, ja, dann doch das Fleisch hier, ne? So. So. Und hier. Säuglingskern, ja gut. Ja, Säuglingskerne könnten wir theoretisch gebrauchen, fällt mir gerade ein. Weil ich gemerkt habe, dass wir doch, dadurch, dass wir immer Portale zurücklassen, doch mittlerweile einen leichten Mangel haben. Was heißt Mangel? Wir haben noch mehr als genug im Speicher, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Ja, da glaube ich nicht, dass wir bis zum Lootloch kommen. Zack. Was soll's? Dann schmeiße ich den hier weg und den. Alter, ist das viel Holz. Sehr gut. Runter damit. Ja, alles weg. So. Dann gucken wir mal auf den Tacho. Und wir haben schon wieder abends, ne? Hm. Nachmittags. Ein bisschen können wir noch. Komm. Damit wir hier ein bisschen Progress kriegen, würde ich sagen, wa? So. So, halt. So und so. Und dann gucke ich mal auf der Map. Da unten haben wir noch einen Fleck. Und hier, dann nehme ich natürlich den erstmal mit. Also so lang. Energieschild. So. Und da so. Müssten wir klettern. Soll ich mal Türen machen? Ja. Mach ich mal. Bei diesem ewigen Hoch und Runter, ne? So. Und hier rüber. Und jetzt ist draußen einfach wieder übelst ruhiges Wetter. Ich mach das Fenster wieder auf. Das verstehe einer, ey. Oh Mann, voll die Tropenstürme haben wir auf einmal hier in Deutschland. Schon crazy. So, hier lang. Und hier rüber. Das gibt's doch nicht. Ich finde einfach keine Schädel mehr, ne? Wir haben schon übel lange keinen Schädel mehr gefunden. Da ist eine Laterne, ich glaube aber nicht, dass da Zwerge sind. Also, vielleicht einer, aber ich meine jetzt nicht, dass da eine Base ist oder so, die sich für uns lohnen würde. Ich guck mal hier so. Oh, ich dachte schon, da wäre Wasser. Ein Schädel! Das gibt's nicht! Da habe ich's gerade gesagt! So. Sehr gut. Ja, wollen wir den eben abbauen? Also, ja sowieso, aber ich habe überlegt, dass wir vielleicht erst pennen gehen, aber das können wir theoretisch auch nachts machen. Warum ist das hier nicht möglich? Na los! So, Schiene ist, Adel. Zack. Sehr gut und dann buddeln wir mal von oben nach unten durch, wa? So.
Und Schädeldecke aufgebrochen. So. Hör damit! So, sehr gut. Alter, da haben wir auch so viel Weichgewebe, ne? Wenn wir dann irgendwann mal wieder Refined Alter brauchen, können wir das so schnell in so großer Menge nachproduzieren. Eigentlich sollte ich das jetzt schon machen, oder? Weil Weichgewebe braucht man ja für nichts anderes, oder? Gibt es irgendeine andere Verwendung für Weichgewebe als Refined Eider? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Es gibt kein Rezept oder sonst was. Es gibt kein Objekt, kein Crafting-Objekt, das das braucht. Zumindest wäre mir das nicht bekannt. Aber ich denke andererseits auch trotzdem, wenn irgendwann mal ein Rezept kommt, das Weichgewebe braucht, und wir haben alles umgewandelt, dann hängen wir da, ne? Also, weil das Umwandeln können wir ja immer noch, denke ich mir. Oh, da ist ein Vieh. Ja, das wird wahrscheinlich mein Portal kaputt machen, ne? Natürlich dreist. Aber gut, wir sind hier ja gleich fertig. So, mal nach unten gebuddelt. Na komm. Ausdauertrank, ja. Ihh, da hat man Flügel gesehen. Zieh dich. So, nach unten gebuddelt, damit wir hier nichts übersehen. Ihh. Ihr Mistviecher. Warte mal, wenn ich hier einen Feuerball hinmache, treffe ich die dann. Brennt. Da sind sie. Der ist gestorben. Ich glaube, die sind beide gestorben. So geht's natürlich auch. Wallhack. Oh, der hat gerade lila eine Flügel, glaube ich. Zieh dich, du hässliches Wesen. So. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die haben das Portal schon vernichtet, ne? Ganz bestimmt. So, nach unten. So tief wie es geht. Ja, wie tief geht's hier denn? Sehr tief scheinbar. Das ist natürlich immer ein bisschen undankbar, wenn wir dann auch noch buddeln müssen. Irgendwie auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, unrealistisch, ne? Also theoretisch müsste das ja genauso ausgehöhlt sein. Oder? Ihr wisst schon, was ich meine. Warum ist es denn hier auf einmal unter der Erde? Also, ihr wisst schon, das macht gar keinen Sinn. Gut, was soll's? Das Spiel ist ja auch noch nicht fertig, ne? Genau genommen. Halt, warte mal, das geht besser, wenn wir das von der Seite hacken. Können wir deutlich schneller graben. So. Und hier nochmal weg. So. Perfekt. Die Viecher sind weg, ne? Ich höre sie zumindest nicht mehr. Ich glaube echt, ich habe sie mit den Feuerbällen gerade vernichtet. Das ist natürlich erfreulich, aber unser Portal ist trotzdem zerstört, bestimmt. Also da mache ich mir gar keine Illusionen. Nachtmusik, oh oh. Jetzt aber schnell. So. Da ist noch. So. Hier. Und dort. Ah, da ist sogar ein Felsbrocken. Den muss ich erstmal wegbrechen. Gut möglich, dass dahinter noch ein Stück ist, ne? Nö. Komme ich da dran? Ja, aber da nicht, ne? Ah, oh, sehr gut. So, dann das Ding. Ding. So, und dieses hier noch. War's das dann? Da könnte noch was hinter sein, glaube ich aber nicht. Ist es auch nicht. Und hier bestimmt auch nicht. Ja, nee, was versuche ich da? Gut, dann müssen wir hier rauskommen.
Ich buddel einfach mal. Hier haben wir schon was freigebuddelt. Ja, buddeln wir uns hier raus. Ist ja völlig egal. Obwohl eigentlich nicht, ne? Nicht, dass hier genau der Berg ist. Obwohl auch das ist egal. Fällt mir gerade auf. Gut. Ich glaube, hier kommen wir raus. Wir müssen kurz Ausdauer aufladen. Und wie viel haben wir? Ja, schon wieder ziemlich genau 60. Kriegen wir immer raus. Ist natürlich erfreulich. Oh, die haben das Portal nicht zerstört. Ist aber nett. Warum denn nicht? Na gut, dann hindurch. So, auf zum Lootloch und den ganzen wertvollen Loot. Alter, wie viel Weichgewebe wir diese Aufnahme schon gesammelt haben. Holy crap. So, ab nach oben. Um die Dunkelheit loszuwerden. Und dann gucken wir wieder nach den Askbins, ne? Ich weiß nicht genau, wie lange die brauchen, theoretisch. 2 Tage oder so. Dann müssen sie ja jetzt, glaube ich, gleich erwachsen sein. Mal schauen. Aber vorerst, gute Nacht. Guten Morgen und ab nach unten. Kommt schon. Seid ausgewachsen. Sind sie doch bestimmt mittlerweile, oder? Nee, doch. Hey, die sind ausgewachsen. Hey, wo ist denn der dritte? Ah, der ist schon geflohen. Habt ihr den schon rausgeschoben? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, dann könnt ihr hier mal anfangen. Eggs zu legen. Das wäre mir eine Mordsgaudi. So. Und ich glaube, ich hole mal kurz die Klinge und ich wollte ja 1-Sterne-Askwins eigentlich nur auswachsen lassen, um sie zu schlachten. Weil ich will ja natürlich nur die hochwertigen haben. Also mal kurz die Klinge geholt. So. Ach, ich wollte durchs Lootloch laufen, aber da würde ich den ganzen Müll aufsammeln. Werkzeug. Klinge. Ausrüsten. So. Und dann mache ich mal die 1-Sterne-Viechers weg. Könnte ich sogar theoretisch den Brutkasten auch wieder entfernen. So, erstmal der, der weggelaufen ist. Da ist er doch. Glaub mal ja nicht, du entkommst mir, Digi. Halt, bleib stehen. So, tut mir leid. So. Und dann die anderen beiden ebenfalls. Auch wenn die halt wahnsinnig cute sind. So. Muss ich sie trotzdem leider tilgen. Damit sie hier sich nicht aus Versehen vermehren und wir dann hier Low-Quality-Aspins haben. Soweit kommt's noch. So, und das hier können wir alles abreißen. So. Das hier weg. Und das. Und den. Hör damit. So. Und das können wir auch einfach alles ins Lootloch werfen, ne? Und die hier sollten ja theoretisch jetzt Eier legen. Die sollten ausbrüten und dann könnten die sich eventuell auch rausschieben. Das ist ja gar nicht so schlecht dann. Aber, ja, eine andere Wahl haben wir ja nicht, ne? Oh, haben sie vielleicht gerade ein Ei gelegt? Nee, ne? Nee, gut. Aber sie machen Liebe. Das ist das Wichtigste. Sehr gut, dann hindurch. So, dann schmeiße ich den ganzen Stuff mal ins Lootloch. Und dann gehen wir weiter, wa? Eisen? Eisen? Wo habe ich denn gerade ein Eisen aufgesammelt? Jetzt bin ich verwirrt. Keine Ahnung. Egal. Ich gehe mal nach oben. Und wir müssen uns sämtlichen Food ballern. Und außerdem wieder aufladen, sehe ich gerade. Da gehe ich mal nach unten. Essenskiste. Und hiervon 4 können wir auch wieder nachkochen, theoretisch. Hiervon 4 und hiervon ebenfalls 4. So. Und Met können wir auch auffüllen. Halt, dann nehme ich die 2 hier ein. Dann haben wir wieder von allen 3. So, perfekt. Ab nach oben und hindurch. Hervorragend. Haben wir sogar noch einen Schädel gefunden. Ist ja ein Traum. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Ah, nur noch dieser kleine Fleck und dann müssen wir hier hin. Da, ja, der ist sehr schwer zu sehen. Ich laufe einfach mal so. Ja. Jetzt ist er weg. Glaube ich. Oh, Energieschild.
Ja, der Fleck ist weg. Dann hierhin. Straight nach Westen. So. Und so. Magiewald. Mit diesem Wurzeleffekt sieht das voll geil aus, finde ich. In Kombination mit diesem standardmäßigen Grün. Oh, voll schön hier. Oder? Und da ist eine Base. Die habe ich auch eingetragen? Nee. Sieht aber irgendwie auch unbelebt aus. Aber ich wollte sowieso erstmal nach Westen gehen, um dort diesen letzten Fleck noch aufzudecken. Fleckentdecker. Quasi. Das hier sieht mir schon ein wenig schädlich aus. Ah. Das ist eine Base, die ich auch eingetragen habe, ne? Sind die böse auf mich? Bitte nicht. Nee, sind sie auch nicht. Gut. Sind die Kisten? Ja. Sogar gar nicht wenige. Aber das geht schnell, weil wir müssen nicht warten, bis alle ausgemerzt sind. Wir müssen nur da gut einen Troll platzieren, wenn ich mal mich so hinstelle. So. Ja, es könnte ein Treffer sein. Ich glaube, die Kisten sind alle down. So, Frostmagier Stufe 1. Kannst du den mal killen? Sollte doch für dich ein leichtes Spiel sein. Ja, du musst es auch treffen, natürlich. Und ich hole dir derweil mal den Loot. So, Dankeschön. Und nochmal 22, weil ich lebe. Gut. Piu. So, hab da fein gemacht. Vielen Dank. Und hier müsste noch irgendwo eine Kette liegen. Ah, hier unten ist sogar nochmal Weichgewebe. Habe ich die Kette? Ja, sehr gut. Müll, Müll. Das bleibt schön hier. So. Und das Gold nehme ich auch mal mit. Warum auch nicht? So. Und dann noch hier den letzten Fleck. Mhm. Aber... hier ist leider nichts. Nee. Gut. Dann, da sehe ich eine Laterne. Ich gehe da mal kurz hin. Das ist aber diese eine Ruine. Die haben wir schon geklärt oder was? Weil, warum ist hier überall Nebel? Doch, hier sind Zwerge. Ich schau mal, ob hier Kisten sind natürlich. Wie immer. Huch. Oh, da war ich ein bisschen übereifrig. Gegen wen kämpft ihr denn? Was macht ihr denn da? Sag mal. Ach, da war ein Vieh. Halt immer auch schon noch geil. Ja, werde ich machen. Zieh dich mal. Ich brauche die Wendeltreppe gerade. Und hier oben sind Kisten. 7 Stück. Ja. Und sogar so ein Krug. Auch das ist für mich ein Grund. So, ja, dann mache ich wieder das Prozedere. Hauptsache, es kracht alles ein. Ne? So, einen hier hin. Und einen dahin. So. Ja, das sah aus, als ob alles eingekracht ist. Ich habe keine Ahnung. Die sind, glaube ich, ja, sind Frostmagier bei. Die machen den platt. Könnte mal einen platt machen. Du vor allem, Digi. Dankeschön. Zack. So. Na los. Wieder einer down und zack. Und noch einer. So. Das sieht einfach nichts wegen dieser Raucheffekte. Was soll das denn? Einfach übertreiben. So, und dann da nochmal einen hin, keine Ahnung. Aber ich glaube, da müsste jetzt einer sterben, ne? Ist schon einer gestorben? Ja. Gut. Oh, nee, der sollte eigentlich da hin. Oh, bringt sogar alle um. War gar nicht beabsichtigt, aber sehr gut. Ja, ich glaube, der stirbt jetzt. Ein Hit noch. Echt? Hat er wirklich überlebt?
Nee, ne? Der ist gestorben. Gut. Ja, und hier ist jetzt noch ein bisschen Stuff. Gut. Was soll's? Sind die Kisten alle eingekratzt? Ich glaube, ja. Das hier ist zwar noch... Und da hält es auch noch, aber das komplette Stockwerk ist weggerissen. Das heißt, das Weichgewebe müsste komplett hier unten liegen. Da liegt es. Ich baue mal ein Portal natürlich, um den ganzen Krempel rüber zu schiffen. Ah, hier liegt auch was. So, natürlich wieder erstmal umsortieren. Ich mache mir hier mal so eine Fläche hin. Mit den Dingen, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. So. Und so. Schmeiße ich mal hier hin. So. Und zwar das hier. Und das ist alles Müll. Weg damit. Weg damit. Das Edelholz würde ich auch mitnehmen. Dann hier Gold und das. Und das und das und das. Theoretisch das Holz auch, aber ich lasse das jetzt mal. Ja, das ist natürlich doof, ne? Die blaue Jute. Ja, das bisschen blaue Jute, was zurückbleibt, ist jetzt auch nicht so wild. Haben wir ja auch mittlerweile genug von, ne? Mehr als wir brauchen. So. Und so. Oh oh. Oh. Hä? Warum greift er mich nicht an? Der hätte mich so platt machen können gerade. Ich bring die mal lieber um, ne? Wow. So, Weichgewebe vielleicht? Nee. Gut. Hier liegt noch ein Haufen Holz. Naja, gut. Da habe ich noch Barren gesehen. Das Rüttlingskörper können wir auch mitnehmen. 24 Holz. Dann hier. Was liegt denn hier? Aha! Die 13 Weichgewebe natürlich Edelholz. Münzen. Ja, ich schmeiß mal das hier, jenes und die blaue Jute. Hier ist noch mehr. Müll und Müll und Müll. Hör damit. Hör damit. Da liegt nochmal blaue Jute und noch ein Barren. Gut, das sollte aber reichen. Und auch wenn hier jetzt noch mehr Ressourcen sind, ne, wir hauen uns hier so die Taschen voll. Ich glaube, das ist schon okay, wenn wir dann ein bisschen was zurücklassen. So, habe ich noch Platz im Inventar? Ja, dann nehme ich noch Holz mit. So und so. Immer noch Platz im Inventar. Dann nehme ich noch... Keine Ahnung, was mit. Oh, warte mal. Oh, höher. So. Da liegt noch blaue Jute. Und da auch. Und da hinten ebenfalls. So. Und... Sörtlingskern. Sehr gut. Da liegt noch ein Barren. Verdammt. Den nehme ich auch noch mit. So und so und so. Hör damit. Und hör damit. Und hindurch. So. Rübergeschleppt. Alter, haben wir viel Loot. Oder? Ey, das werden wir, wenn wir das nachher einräumen, allein wie viel Weichgewebe. Da, schon wieder ein Stack voll. Das ist ja unfassbar. Also, ich will nicht wissen, wie viel wir jetzt mittlerweile haben. Also, natürlich will ich es wissen. Aber es wird auf jeden Fall nicht wenig sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn wir nachgucken, ist gerade Nachmittag. Gut, ein bisschen noch. So, Portal. Und Workbench. Zack. Dann schauen wir mal auf die Map. Ja. Oh. Ja, ne, hier, der obere Bereich gehört eigentlich noch mit zur Sumpfbase. Aber hier würde ich dann das hier, dann können wir hier die Küste und dann den Fleck und dann haben wir das durch. Ja, tatsächlich. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hier lang. Ein Skelett. Moment, Moment, ist hier ein Schädel? Auf der Seite? Ne, ne, Solarplexus ist hier. Ja, das ist der Solarplexus, also müsste der Schädel auf der anderen Seite sein. Da war aber nur ein Felsen, ne? Ist der im Felsen vielleicht? Also irgendwie so glitchy reingespawnt. Ist der auf dem Felsen drauf gespawnt? Nee, ne? Nee. Schade. Ein Gyal, habe ich gehört. Hier ist schon wieder eine Base.
Sag mal. Aber wieder ohne Schädel. Na gut. Ach, das ist die Base. Na klar, hier waren wir ja schon. Ich laufe außerdem falsch, ne? Wir müssen noch da. Ich sammle mal hier lieber das Holz auf. Bis später. Noch hier alles kaputt und dann sind die trotzdem so nett. Schon gemein. Oh, Energieschild.